Hallo, Hallöchen Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich will heute nicht zu laut reden und auch nicht irgendwie hier viel zu viel reden. Ganz einfach aus dem Grund, weil mein Hals ein bisschen weh tut. Ich bin ein bisschen krank, muss ich sagen. Ja, von daher machen wir das Video jetzt aber trotzdem einfach mal und schauen mal. Wir machen es einfach so gut, wie es wird, und dann wird es halt so. Ja, hier sind meine vier Schätze von der Mai Botanica in Hamm von vor 2 Wochen, glaube ich, inzwischen. Das sind meine 4 kleinen Babypflanzen. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt mal alle an. Die haben natürlich, also das Blatt hier tatsächlich schon neu. Und irgendwo habe ich hier gerade auch gesehen, dass da ein neues Blatt kommt. Von daher muss ich echt sagen, haben die sich schon recht gut etabliert bei mir hier im neuen Zuhause. So, dann würde ich auch direkt sagen, fangen wir mal an. Mit der günstigsten Pflanze, die ich ergattert habe, das ist tatsächlich die hier. Ja, wunderschön. Wie gesagt, wartet mal ganz kurz. So, also, das ist diese Pflanze hier. Richtig schön. Das neue Blatt, wie gesagt, das ist komplett neu. Das gab es noch nicht, als ich diese Pflanze gekauft habe. Ja, von daher richtig, richtig cool. Als ich sie gekauft habe, waren es halt dieses und dieses Blatt hier oben. Das ist jetzt neu. Mega die coole Pflanze. Was ist das für eine? Hier kann man es lesen. Da muss ich die komplizierten Namen nicht aussprechen. Ist besser für mich. Und ihr könnt es natürlich sehen. Mega geil. Ich habe die alle bei 4 Arrowheads gekauft. Mega cooler Shop. Kann ich euch nur empfehlen. Da gab es richtig die coolen Pflanzen. Ja. Also alles Anthurien waren das, meine ich. Also habe ich nur gesehen zumindest. So, machen wir dann mal mit der nächsten Pflanze weiter. Das ist die hier. So, das ist noch eine recht kleine. Aber auch da sieht man tatsächlich schon einen kleinen Neuaustrieb. Nämlich hier diese Spitze. So, und das ist diese Pflanze. Die hat einen recht langen Namen. Von daher zeige ich euch den auch mal hier. So, ich hoffe, ihr konntet den komplett lesen. Ihr wisst jetzt, was das für eine Pflanze ist. Auch richtig, richtig schön. Ich hoffe, die entwickelt sich prächtig. Wie gesagt, ich bin gespannt mal auf das neue Blatt, was da kommt. Diese Spitze hier, wie gesagt. Ja, schauen wir mal, was da auf uns zukommt für ein schönes Schätzelein. So, dann haben wir diese Pflanze hier. Das ist die Preiskategorie technisch nächstteure. Die ist schon ein Müh größer, das ist schon eine gute etablierte Pflanze, muss ich sagen. Ja, die hat viele Blätter, das sind jetzt hier so alles so recht neue Blätter. Ich zeig's mal nochmal so, sehr interessant. Wie heißt diese Pflanze? Das ist die Pink Lemonade, gekreuzt mit der Papilillaninum Long Bullet oder so. Wie gesagt, Namen aussprechen und so was kann ich mir bei den Dingern nicht so gut. Also die ganzen Anthurien haben so komische Namen. Von daher, mir geht es nur darum, dass die schön sind. Und ja, das ist halt auch das Wichtigste. Ne? So Namen von Monsteras kann man sich recht gut merken, muss ich sagen. Oder von so Philodendren. Aber das sind ja echt richtige Zungenbrecher, muss ich sagen. So, das ist tatsächlich das teuerste Pflänzchen gewesen. Ist auch noch eine echt kleine Pflanze. Wie gesagt, ich habe mir nur Babys gekauft, weil ich das einfach cooler finde. Und zum Zweiten, die sind einfach nicht so teuer. Hier sehen wir jetzt 4 Blättchen. Sehe ich den auch einen Neuaustrieb tatsächlich nicht. Der wird dann wahrscheinlich auch kommen demnächst. Das ist diese Pflanze. Hier zeige ich irgendwann die Kamera. So, jetzt kann man es lesen. Könnt ihr euch mal anschauen, die Pflanze. Wenn ihr wissen wollt, wie die in groß aussieht, googelt es einfach mal. Wie gesagt, hier ist der Name. Und ja, schauen wir mal, was daraus wird. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Pflanzen sich entwickeln, es gab einen kurzen Cut, dann schaut auf jeden Fall bei mir auf Instagram vorbei. Der Link ist unten in der Bio.
Ja, da könnt ihr auf jeden Fall mal drauf gehen. Da werde ich bestimmt das ein oder andere Mal meine Updates von diesen Pflanzen geben. Wie gesagt, ich muss sagen, bisher hat die sich schon echt mega, mega gut entwickelt. Die anderen beiden, die sind noch recht klein, aber das heißt ja nichts, ne? Das kann ja sein, dass die sich immer noch richtig gut entwickeln. Und ja, im Großen und Ganzen bin ich echt gespannt, was aus denen wird. Ich habe ja schon echt einige Anthurien, einige kleine Anthurien. Die sahen früher bei mir eigentlich echt alle so aus wie die hier. Und inzwischen sind die auch richtig groß. Also verhältnismäßig, sage ich mal so, ne? Für die Zeit, weil richtig groß ist natürlich so eine andere Sache. Was ich euch auf jeden Fall noch zeigen kann, mit der Ausbeute bin ich echt zufrieden, muss ich sagen. Ich habe an sich alles bekommen, was ich da vor Ort wollte. In meiner Wishlist habe ich ja noch ein paar andere Pflanzen, zum Beispiel so eine Monstera Deliciosa Variegata. Habe ich auch gesehen, so ein Ableger von der, aber weiß ich nicht. Ich habe ja auch die Monstera Thai Constellation mitgenommen. Die gefiel mir dort richtig gut. Ich kann sie euch ja mal zeigen, ganz kurz. Hier ist sie. Und wartet mal. So, das ist das neue Blatt. Und schaut mal bitte, wie cool das aussieht. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen schwierig, das hier drauf zu kriegen, richtig. Aber mega geil, wie sich das entwickelt hat. Diese Pflanze gefällt mir echt immer besser, muss ich sagen. So, ich stelle sie mal zurück. Gefällt mir immer besser, diese Monstera Thai Constellation. Richtig coole Pflanze, richtig cooles Ding. Einfach cooles Ding, wächst gut, hat schöne Blätter und damit macht man auch nichts falsch. Vor allem, die sind auch mittlerweile echt verhältnismäßig günstig geworden. Kann man sich gut leisten, ja. Also da kann man sich nicht beklagen. So, ansonsten, ich habe einige Anthurien-Babys bekommen, wie die hier. Wie gesagt, wie die sich entwickeln, schauen wir mal. Im Sommer habe ich auch auf jeden Fall vor, weil die stehen alle in so einem kleinen Mini-Terrarium quasi. Und da will ich auf jeden Fall mal im Sommer eventuell bei Gelegenheit mal zeigen, wie das da drin so aussieht, was für andere Anthurien ich noch habe, weil ich habe nie meine ganze Sammlung so präsentiert und darauf hätte ich Bock. Und ja, im Sommer, ich plane nämlich so ein bisschen im Voraus auf jeden Fall schon mal. Von daher kann ich auf jeden Fall sagen, im Sommer, so Juni, Juli, habe ich noch nichts geplant und habe auch noch nicht richtig Content vorbereitet, weil für den Mai habe ich noch was, noch ein paar Shorts tatsächlich und auch zwei Videos. Und dann im Juni habe ich auch schon eine Idee, aber dann so Juli, August auf jeden Fall, dann könnt ihr mir vorstellen, dass ich das Ganze hier zeige. Ich glaube, das könnte euch auch interessieren, wie so mein kleines Mini-Terrarium quasi aussieht. Und ja, in diesem Sinne war es das dann auch schon. Hier nochmal der schöne Ausblick auf die tollen kleinen Mini-Anthurien. Das war meine ganze Ausbeute von der MyBotanica in Hamm. Teil 1 habt ihr hoffentlich alle schon gesehen. Wenn nicht, geht auf meinen Kanal. Das Video wurde letzte Woche Samstag veröffentlicht. Und in diesem Sinne war es das dann auch schon mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video guckt. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Und in diesem Sinne würde ich dann auch einfach sagen, tschüssi!